Bionic ist für mich eine Methode, die ich jedem meiner Kunden anbieten kann. Ich habe sehr anspruchsvolle Kunden, auch sehr viele Kunden, die auf Gesundheit Wert legen. Und ich wollte unbedingt eine Methode, die die Haut nicht verletzt, mit der ich alle meine Kunden behandeln kann und wo man wirklich schöne, sichtbare Ergebnisse erzielt. Was mich gleich überzeugt hat, ist, dass ich nachvollziehen kann, was hier physiologisch in der Haut passiert, dass ich wirklich die Hautzellen beeinflussen kann, dass hier eine Hautarbeit stattfindet, die ich einfach nur mit Produkten oder mit Händen nicht durchführen kann. Bionic ist für uns deswegen besonders, weil wir hier eine sehr sichere, nebenwirkungsfreie und gut verträgliche Sofortbehandlung haben. Dass die Kunden sofort und gleich eben ein super Ergebnis haben. Mit Bionic gibt es mittlerweile schon viele Wow-Effekte bei den Kunden. Das waren unterschiedliche Sachen. Sehr, sehr schlanke Kunden, die viel Gewicht verloren haben, sonnengeschädigte Haut. Ich habe eine Dame, eine junge Dame, so gerade mal 40, hat in jungen Jahren Akne, starke Akne gehabt und kommt jetzt zu mir zu den Bionic-Behandlungen und jetzt so nach 6, 7 Behandlungen wird sie angesprochen, was sie mit ihrer Haut gemacht hat, weil die Akne-Narben sind verschwunden oder fast verschwunden. Das war jetzt dank von Bionic. Meine Mama hat immer gesagt, die Wunder macht nur der liebe Gott. Bis ich Beauty Lobbies kennengelernt habe und ich sage, gibt es noch ein Wunder und das ist gerade Bionic. Was sagen die Kunden? Dass sie sehr glücklich sind, zufrieden und ich habe eine Kundin, die geht immer strahlend raus und sagt, ich liebe dieses Gerät. Die Kundin war total happy, sie musste nicht mehr so viel Concealer verwenden, um das alles abzudecken. Ich liebe die Bionic-Methode, weil sie angenehm ist, sie ist effizient und man kommt relaxed raus. Alle Patienten haben das Wohlbefinden, ein Glücksgefühl, sie strahlen alle. Und es ist mit einem Licht oder zwei Wellenlängen, die auf Dauer keine Hautschädigung hervorrufen können.